開しろ。ストーンエッジリーチ。こいつはどうだ。槍とか長くて恐ろしいな。よっぽど伸びてるじゃないですか。わんさか髪をばらまくもんじゃ。そっちも増えてる気がするんだけど。Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Erstmal die Dinge abholen, falscher Knopf. Erstmal die Dinge abholen, Expedition, genau. Ich habe mal zum neuen Gebiet hingeschickt, um zu gucken, was ich hier bekommen kann, und wir haben nichts Besonderes bekommen. Nein! Nochmal zum amerikanischen Subkontinent, genau. So, jetzt erstmal ganz schnell im Menü hier rumeiern und zeigen, was ich hier gemacht habe. Muss ich erstmal meine Dinge hier nachgucken. Ausrüstung habe ich fast alles. Ich habe herausgefunden, dass man mit Dreieck hier einfach nachgucken kann, was man hier schon alles hat. Also ja, hier habe ich jeden Gegenstand mal kurz aufgesagt. Könnt ihr hier das Video meinetwegen anhalten, um zu gucken, mit wem. Hallo? Okay, so. Mit welchen Charakteren ich welchen Gegenstand hier habe. Da steht ja unten rechts mal der Gegenstand. Wenn ihr wissen wollt, wo ich bestimmten Effekt her habe, könnt ihr euch einfach nur hier einfach das Video anhalten und gucken, wo ich das her habe. Ich hoffe, das macht es ein bisschen einfacher, ne? Anstatt hier jedes Mal die ganzen Sachen hier durchzugehen. Ich weiß, andere wollen das vielleicht noch nicht mal irgendwie sehen und dann seht ihr vielleicht nicht, aber für die, die es interessiert, werde ich hier mal ganz kurz überall durchgehen. Jedes Mal, wenn ich eine Trainingssession hinter mir habe, wie ihr sehen könnt, hier, ich habe das von diesem Gegenstand herbekommen und diesen Effekt habe ich von diesem Gegenstand und so weiter und so fort. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller, als wenn ich hier jedes Mal suchen muss, welchen Gegenstand ich hier ja gemeistert habe, weil sonst vor allem, ich habe, glaube ich, mit jedem Charakter fast alles schon hier gelevelt und ich brauche, glaube ich, nur noch die Ringe. Ich glaube, waffenmäßig habe ich mit jedem Charakter schon alles gelernt. Ich brauche nur noch die Effekte von den ganzen Ringen. Und das Blöde ist, ich habe einige Ringe nicht doppelt und kann deswegen nicht ja, allen ihr irgendwie einen Ring ausrüsten, welcher irgendwie, weiß ich nicht, nur einen Effekt hat, den ich noch nicht habe. Und ja, so wie dazu. So, hier sind wir gleich fertig. Bum, bum, bum. Wie gesagt, für mich geht es halt, dass ihr irgendwie auch mitbekommt, was ich offscreen mache. Und ja, egal wie wenig Leute da auch gucken oder so, ich, für mich ist das einfach wichtig. So, jetzt muss ich erstmal nachgucken. Titel habe ich so, ich glaube, für jeden Charakter diese Dingstitel hier geholt. Hier Bekämpferwechsel 200 habe ich, glaube ich, mit jedem Charakter jetzt. Ja, ich habe das sehr oft gemacht. Das heißt, ich werde im Kämpfen jetzt nicht mehr so oft wechseln, außer ich muss es wegen der Situation und so. So, dann habe ich mit Roku habe ich Ingenieur erhalten oder aufgeballert, weil ich irgendwie 400 Sachen zerlegt habe. Dann habe ich mit Velvet habe ich gar keinen. Okay, mit Eisen habe ich drakonischer Drescher, 1000 Seelenbrecher, das ist auch nicht schlecht. Wo ist das hier? 5000. So, Magilu hat zwei, einmal Rächerin und Edelwarenverkäuferin. Ist irgendwie hier, weiß ich nicht. Ja. Höchster Verkaufswert. Hm, okay. Und Recherin hier, Seelenbrecher benutzt. Da sind wir gar nicht so weit entfernt von einem Charakter. Ein Love ist ja, glaube ich, zwei. Ja, da Kombo-Künstler, so, also eigentlich drei mit diesen Super-Titel da.
resultiert mit Kombos getöteten Gegnern 10, glaube ich, ne? Ja, 10 fällt her, 1000 Seelenbrecher, also wir haben mit jedem schon fast 1000 Seelenbrecher, glaube ich. Boah, 5000, ey. Und Eleanor hat nur Schwertleite bekommen. Seelenbrecher auch 1000 Stück. Ich glaube, ich habe mit jedem Charakter aus diesen Titel. Oh, das könnte dauern. So, ein paar Drops habe ich noch bekommen. So waffenmäßig und so in einigen Gebieten. Ich habe alle Gebiete erstmal abgeguckt, wo ich noch nicht allen Gegnern irgendwie was abgezogen habe. Da habe ich das hier bekommen. Geheime Geschichten. Nicht elementare Angriffskraft. Geil, ne? Wasserlaufkette, das ist für Eisen, glaube ich, ne? Ja, hier. Glänzende Dolche. Für Okoro. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo ich die her habe. Warte. Doch hier, der hat die schon ausgerüstet. Stimmt, die sehen so bescheuert aus. Belfegor-Ohrringe, das ist für Magilo, ne? Die Wasserangriffskraft, auch nicht schlecht. Und Todeswehr. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber ich habe es in eine Goldtruhe bekommen. Und ja, das war es, was ich ausgehen gemacht habe. Ach ja, ich habe wahrscheinlich noch am Anfang dieses Parts hier so ein Dings reingepackt, so ein fatalen Gegner, den ich auf Screen getroffen habe. Das habe ich aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das noch dran gegend habe, aber ich hoffe ja wohl. Von denen habe ich noch irgendeinen Gegenstand bekommen, irgendein Glazid oder irgendwie so was. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welchen. Ich glaube, das war nicht so ein guter, aber ich habe alles aufgenommen. Also könnt ihr halt da sehen, irgendwie was. Egal, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Ich möchte jetzt noch mehr Zeit verschwenden. Schon wieder 5 Minuten vergangen und ich habe nichts gemacht. Also sehr geil. Nur auf diesem Kanal. やっぱり王都は大きくてすごいな。歴史的な建造物や工芸品もあるし、好奇心の強いあなたには面白い街でしょうね。うん。大丈夫。しっかりしてますよ、この子は。それは分かってる。 So, hier sind wieder Ausrufezeichen. Kommt, sprechet ihr mit mir. あんたたち旅の人だね。耳寄りな話があるよ。アルディナ草原方面への立ち入り制限がもうすぐ解除になるみたいだよ。お、かい。感謝、うまいヒン。ルトリウス様が同士になられたし。 最近はゴーマの被害も減ってきた。辛いことも多い世の中だけど、少しずついい方に向かってる気がしないかい？じゃの。ヘラビーサを反壊させた恐ろしいゴーマは今も愉快に逃走中じゃがの。まあ。イズルトの針屋村はつい先日ゴーマ病で滅んだが、王都には関係ないでね。 お主らの同志様と清涼様。前がって絶対のネクスの顔あんマギロ。なんかあんたの話を聞いてると心配になる。ゼンドリエルディンのスピードだ。他に何か事件の情報を知ってたら教えてくれないか。うむ。青い血溶けた体。はたまた悪魔のぬいぐるみの話が良いか。無駄話してるなら置いていくわよ。というわけで寄り道はおしまいじゃ。 耳寄りの話をしてやれんですまんの。あ、ちょっと。あ。 mit der Puppe klang voll geil. Erzähl mir mehr. Ah, ey. Wie werden unsere Charaktere immer unsympathisch, habe ich so Gefühl. Ich bin ja so eine gute Seele. Bei mir, ich werde irgendwie voll korrumpiert, habe ich so Gefühl. In diesem Spiel. Weil will ich doch immer Gutes tun und so. Oh, verdammt, da muss ich hin. Ah. Nani, kono hitodakari wa. Majiru Ichiza no kōen ga attan da. Ya, uwasa dōri saikou no odori ga mireta yo. Eh? Ano Majiru-chan ga? Magiru to na? いつの間にかわしのブームが来ておったのか。マギルーじゃなくてマジルーだよ。大人気の踊り子ルルーちゃんのことですよ。マジ最高なルルーちゃん、略してマジルー。
Ich habe eine Puppe, die heißt Lulu. Sag jetzt nicht, da ist die Katze. Und Tales of Exilia 2. マジルーちゃん、今日の公演も最高だったよ。ありがとう。でも先生にはまだまだだって叱られちゃった。次はもっと頑張るから、また見に来てね。マジルーちゃんの師匠は天才の名声を欲しいままにした舞踏家バルタ。でもバルタは怪我で舞台に立てなくなってしまった。彼女は師匠の夢を受け継いで頑張ってるんですよ。 お主がマジルーか。ええ、私と先生はみんなに感動を届けるため真剣に舞台をやっているの。インチキみたいに言われるのは許せないわ。許せんならどうする？どっちの芸が客を沸かせるか勝負してみるかい。いいわ、望むところよ。無駄乱争いをするな、ルール。バルタ先生、でも 未熟者が怒りを吐き出す暇があったら、その感情を心で噛み砕き、舞台に流し込め。己を表現するのは舞台の上だけでいい。はい、先生。わあ、ね、ディム・メンタゴン。先生、また怪我の後遺症が。構わん、どうせもう踊れぬ体だ。そんなことより、 お前こそ不調はないな。はい、よし、なら帰って練習だ。厳しいな。そうですね。けどバルタは孤児だったマジルーちゃんの才能を見抜いて自分の全てを伝えるために幼女にしたんだそうです。 あの厳しさは期待の裏返しなんですよ。さっきから、やけに詳しいな。ファンなんです、個人的に。ベッドランプのウェイク。それは、それはご立派な話じゃの。ねえ、じゃあ、ま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 あ
わしら全員でマギルー奇術団なんじゃからどうなっちゃうんだろう。Hab schon Eisen als Komiker, das wär's doch. Mann, jetzt habe ich irgendwo ein Ausrufezeichen, glaube ich, verpasst. Oder war da hier oben? Wie sagt mir, war das hier oben? Magiru って名前を聞くと、なんとなくマギラニカのことを連想しちゃうのよね。マギラニカ？ああ、怪しげな偽物一座にいた目に見えない式神と話せる少女じゃろ？そうそう。じゃあ、フィーム。物を動かしたり。予言で探し物を見つけたりできた不思議な子、小さな魔女って一時期話題になったのよ。おかげでそやつを囲っておった一座は超儲けたらしいの。らしいの。ええ。けど、悪毒やりすぎて王国の異端審問に引っかかったのよね。マギラニカはひどい拷問を受けたとか。じゃったじゃった。結構有名な話。アドミラン、das warst du、マギロ、おら？聞いたことないけど。それはそうでしょうね。私が若い娘自分の話だもの。マギル、あんたいくつなの？いくつに見える？今のリアクションで同世代じゃないことはよくわかったわ。Deswegen hat sie den Titel Super Oma. Das ist schon ein riesiger Spoiler. Sie ist auch ganz offensichtlich älter als sie aussieht. Was muss ich jetzt überhaupt machen hier? Jetzt echt kann ich noch meine Karte aufrufen. Oh, cool, Wirk, meine Güte, Maglus Managin Aktion. Ehrlich, der tollen in Sex und Affen legt einen Auftritt hin. Okay, dann machen wir jetzt so was von. Hat schon hier mit diesen Tänzerinnen angefangen, also machen wir halt jetzt auch. Hier ist auch ein Ausrufezeichen. Mann. Gut. Zerstören. Okay, dann komm mal her. Ich möchte einen Auftritt hinlegen.相方は駆け出しの東城じゃが、わしのバーターで割り込みしくよろじゃ。マギちゃんの頼みじゃ NG れないけど、ギャラは取っ払い、顎は仕込みの D100 ってとこで、ね、美味しいじゃの。しかも大鳥がケツカッチンなのに、埋設が土地って巻き入ってるんで。ドイヒじゃが、でそれ慶応じゃ。何言ってるか全然わかんない。では行くぞよベルベット。お主がツッコミじゃ。私？わしがボケ倒すから、お主はいつも通りクールぶって突っ込めばよい。時々、会場の男どもを、餌を欲しがる豚を見下す目で見てやれば、さらにポイントゲットじゃん。ちょっと待って、意味わからないし、心の準備が。もう遅い！すでに幕は上がっておる！もう一人、コスチュームだとやるベスト。マギンベル。マギンプイ。新人じゃけど頑張っていくんで、今日は顔と名前だけでも覚えていっておくれ。この愛くるしいのがマギーで、こっちの単に苦しげなのが。これこれ、どうしたんじゃベル。元気出さんといかんぞよ。お主なんて元気だけが取り柄なんじゃから。でもちょっと中になんか詰まってるみたいじゃな。そうじゃ、一回深呼吸しよ。ちょっとすみません。どういうつもりじゃベルベット、客ドン引きじゃぞ。仕方ないでしょ、こんな大勢の前で喋ったことないんだから。ゼロビドン、irgendwie so eine Stadt hier angezündet hat。を食らう勢いでハキハキ喋らんか。むちゃ言わないでよ、恥ずかしい。乙女か。乙女よ。それ、そう
言うんじゃ。無理だし、嫌よ。貴様、それでも芸人か。芸の道を歩き出した時の情熱はどうしたんじゃ。違うし、そんなもんないわよ。いや、perfect comedy duo。お主の中には燃え盛る芸人魂が。もういいわ、あんたとはやってられない。どうも、失礼しました。War eine geile Show. 初めて見たよ。つかみと落ち以外、ひそひそ話の漫才なんて。新たな笑いを狙ったんじゃが、どうだったじゃろう。二度と影。そりゃそうよね。本番でそのツッコミをせんか。Und nun? Ich will da hin. Okay, so viel dazu. Wird auch vollgebracht. Aber egal. Beim nächsten Mal halt. Warum glaube ich überhaupt? Dein, ne? Ja. Aha. Okay. Ja, das hat es jetzt voll gemacht. Wir gehen jetzt weiter in der Story. Ja. Wer bist du hier? Charakterkarten an. Ich bin Nobumichi, der zweite Sohn. Ich glaube an meinen Kameraden. Das ist wieder Schicksal. Ich bla 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 bla. Ja, okay. Passt da ihre Farbe zur Karte, die auf dem Feld liegt, dann kannst du beide Karten in deinen Wertungsstapel aufnehmen. Wenn nicht, bleibt deine Karte auf dem Feld. Dann legen sie auf und fahren damit sie vor. Einfach vorne, kannst du die Runde beenden und Punkte für Set erhalten. Man kann die Runde aufbauen. Machen wir einfach mal. War auch noch nie gespielt, also Eisen. Runde 1. Ja. So, puff. Hallo? Warum konnte er 2 jetzt? Damit. Sperrt Spiel nicht. Muss ich von den gleichen Spielen welche haben, nehme ich an. Ich habe schon ein Tales of Phantasia 1 Set. Ja, ich glaube, so sieht das aus. Super. Verbündeter, okay. Toll. Macht irgendwie gar keinen Sinn, das Spiel. Super. So viel Tales of. Warum kann er 2 spielen? Wen haben wir? Ich habe so viel Tales of Grace Charaktere gerade. Ja, hallo, warum kann der so viele spielen? Der hat alle von Tales of Symphonia, ey. Leck mich. Warum kann er 2 spielen? Das ist unfair. So, Wurf. Ey, der kann immer 2 spielen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, super. Was? Sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ey.
Mal erklären, wie das Spiel funktioniert. Verstehe ich ja überhaupt nicht. So, sind beides Auserwählte los. Verdammt. Nehmen wir die ganzen Chips her. Taser Fantasia habe ich 4 Stück. Das ist noch ein Taser Fantasia Charakter. Okay. Also Vesperia. Na, warum ist die nicht direkt zu mir gekommen? Na, toll. Da bis, aber sehr geil. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh. Aber ich habe 4 Tales of Grace Charaktere. Kronprinzen. Weiter. Oh, Tales of Abyss. Oh, ich habe alle Tales of Abyss Charaktere. Na gut, ja, super verloren. Ja, komm, wir haben jetzt sowieso keine Zeit mehr. Also, komm, machen wir jetzt einfach das hier. Hat sich voll gelohnt, der Part. Boah, warum hat der denn jetzt. Also viel von der Charakter auf nicht so gut. Ich habe jetzt auch der Biss fast voll. Ja, der Vesperia, also ja damit. Boom. Ich weiß alle Hauptcharaktere. Ach man. Vesperia, der hat. Der hat nicht von Taser, also komm. Der Dreck. Ich hab schon wieder Tales of the Abyss voll. Ja, das ist ein Spiel, das macht doch gar keinen Sinn, das Spiel. Was? Warum hab ich jetzt verloren? So, gib mir Graces. Du kriegst nicht Tales of the Abyss voll. Kann nur die hier spielen, oder? Oh, Grace is F. Uff. 4 Stück, wo ist Aspel? Das ist kein exzellenter Charakter, also ich kann sowieso nur. So, jetzt habe ich 30. So, muss also rechtzeitig aufhören auch. So ein Gefühl. Jetzt auf da bis hatte ich bisher immer Glück. Wenn mir einer ihn wegnimmt, jawohl, jetzt auf da bist schon wieder. Nein, der hat gleich Excel voll. Bestimmt voll interessant jetzt, ne? Als Spiel hier. Super, ich habe kein Ding. Jetzt habe ich Tales of the Abyss. Ja, da geht noch was, glaube ich. Jetzt geht nichts mehr. Oh, danke. Netter Partner.
und abschließen. Buff 65, jawohl. Nein, das Spiel macht irgendwie wenig Sinn. Immer noch Anfänger. Nö, okay. Na, nochmal, okay. Wie gesagt, ich bin jetzt hier im Part. Ich muss einen Teil hier davor reinschneiden. Ne? Das wird ja vorher lange Part dann. 32 Minuten oder irgendwie sowas. Und ja, würde ich sagen, ich gehe raus. Weiß überhaupt mit meinen Dings. Ist noch nicht da. Müssen wir sowieso noch ein paar Minuten warten. Komm ich auch noch irgendein Monster hier platt. Komm. Wir brauchen mindestens einen Kampf heute noch. Wurf, komm her. Wurf. Dim, 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 dim. Naja. Was bist du anfällig? Nicht gegen Erde. Okay, weg. Pff, einfach weggesprungen, da. Oh. Flieg. Oh nein, ich hab nur einen gehabt. Verdammt. Warum fragst du nicht? Und zack. Wir haben übrigens, kommt mir so voll viele SA. Alle haben jetzt irgendwie so 4. Guck mal her. Mystische Art. Bum, bum, bum. Gott. Eine Minute ungefähr, das dauert. Gott, Magello mag nicht lange Dinger. Wurf. Immer noch nichts bekommen, geil. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter nach Logres und gucken, was wir da storymäßig mal schaffen können, weil heute haben wir irgendwie nichts geschafft. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.